Schon weiter? Sind wir schon, haben wir schon fast fertig? Die Torte steht schon, alles steht schon. Pippi hat genau nach Buch gearbeitet. Alles super, alles toll. Ja, jetzt sind nur noch die kleinen Teile. Und was kommt jetzt? Ach, das muss jetzt noch zusammengebaut werden. Das ist so ein Leuchtding. Mhm. Dafür braucht man als erstes so einen Stein. Als zweites nimmst du dir diesen Stein und machst das so nach hinten. Dann nimmst du dir diese Leuchtdinger, hier diese Leuchtdinger hier, und steckst die hinten ran. Eins, zwei. Geh mal fest. Drei, fast drei. Na, willst du mal rangehen? Geh mal ran. Drei, jetzt ist drei. Hey. Als nächstes müssen wir diesen Stock nehmen, diesen Pfahl. Mit diesem Ding festmachen. Dann können wir das daran machen. Und das kommt jetzt direkt hier ran. Ach so, ja. Dieser Leuchtpfahl. Toll. Ich abgehen. Und ich habe nicht geholfen. Das hat mein Kind alleine zusammengebaut, ja? Jetzt kommt der zweite Leuchtpfahl. Wir wissen ja schon, wie der geht. Das Teil. Toll. Und die Leuchtdinger Weil ein ranmachen. Kind auch mal Bestätigung braucht, wenn sie was gut macht und nicht nur tadeln und peinigen oder sagen, du bist du dumm oder du bist schlecht oder du bist verrückt. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Das hat keiner zu sagen. Oder das schlimmste Wort ist noch, du bist behindert. Es gibt genug behinderte Menschen und man muss sie nicht noch beleidigen. Ich weiß nicht, was bei anderen Leuten beigebracht wird bei den Kindern. Das ist echt beschämend und traurig. Wir haben ein Grundgesetz seit 1949. Vielleicht solltet ihr euch das mal alle durchlesen. Dann gibt es auch keinen Streit und keinen Zoff mehr. Mal so als Tipp. Wir melden uns wieder, wenn wir fertig sind.